da nichts wie raus hier. Weiter. Ja, wir geben uns ja Mühe. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Oh, Alter. Was ist denn sie jetzt für so eine Schnöpfe? Warum macht sie denn sowas? Na los. Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig. Oh, da Lukas. Ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion. Hau ab, Weib. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja. Ach, hab ich das? Schieß ihm den Helm vom Kopf. Das sehen wir gleich, ob ich davon noch ein bisschen was habe. Erstmal nehme ich mir hier noch ein paar Sachen mit. Okay. Ja, ich habe wirklich noch ein bisschen was davon. Hey, wer war das? Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Hm. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Ja. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Ich wär's fürs Abschlachten. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Ja, das ist sehr schön, aber du bist eine ordentliche Zimtzicke. Ich habe einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Boah. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Was denn? Ich habe Ignifer weiterentwickelt. Luminosa? Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Wir könnten auch einen Peter, Zauberstab Alkohol nehmen. Und Leder. Es ist alles okay. Gut vermischen. Gerne doch. Wo haben wir es? Da haben wir es. Gerne doch. Wirf es auf die Ratten. Okay. Luminosa. Ja. Das brennt in den Augen. Ja, aber das ist mega geil. Das solltest du noch Luminosa im Inventar haben, wenn Ratten dich überwältigen, kannst du es als letzten Ausweg nutzen, um den Tod zu entkommen. Aber Vorsicht, die Herstellung ist teuer und zukünftige Aufwertung, bla. Alles klar. Da. Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Ja, ich würde gerne nur nochmal Alkohol haben wollen. Scheibenkleister. Haben wir hier noch Alkohol irgendwo vielleicht rumfliegen? Nein? Oh, Mann. Kind. Und anderes Kind. Erst die olle Schnöpfe, die hier ständig vor den Füßen rumrennt. Und jetzt auch noch die Kerle. Mann. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, wird es auch. So, wir sind jetzt leiser unterwegs. Können Salpeter auch wieder mitnehmen. So haben wir das zumindest nicht liegen lassen müssen, wie manch andere da, die das wir hinter uns gelassen haben. Wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Na gut. Auch wenn er mir gerne im Weg rumsteht, er ist trotzdem sehr niedlich. Geht hier das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh, Aquädukt. 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 Ich glaube, ich habe es auch falsch ausgesprochen. Ich habe, glaube ich, Aquädukt gesagt. Wo ist dein Aquädukt, Bruder? Natürlich. Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Okay, dann mal. Ach so. Steine. Ach, auf eins. Ich könnte mir das auch einfach mal merken. Gut gesehen. Klar. Da kann man auf einmal wieder nett sein. Komm, hoch mit dir. Ja. So, Lukas, du auch? Ach so. Ich dachte erst, Lukas kommt noch davor. So, versperren wir mal nicht den Weg. Ist das alles? Hier ist nichts, Lukas. Sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein. Laurentius war ein kluger Mann.
Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Ja, hier. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Naja, das dann ist mein Mädchen. Jetzt ist es schon wieder so drauf. Ich verstehe diese Frau nicht. Erst rumzicken und dann wieder so, ach, das ist mein Mädchen. Mhm, schon klar. Jetzt sind wir mal zickig. Wow! Damit habe ich jetzt wirklich absolut nicht gerechnet. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Ein was? Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Ich hab noch wir sind nie auf dem richtigen Weg. Gehört. Und das Chateau, wo ist es? Wenn du es unbedingt wissen willst, wir müssen erst hier rüber. Alles klar. Gut gemacht. Natürlich. Ich bin ja auch das Mädchen. Hier liegt noch was außen. Deswegen husche ich dann nochmal schnell lang, bevor wir uns auf die andere Seite begeben. Nochmal Leder, nochmal Salpeter mitgenommen. Oder wir müssten vielleicht doch wirklich mal den Beutel erstmal noch erhöhen. Aber eigentlich finde ich die... Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil. Kannst du mir zur Hand gehen? Also schön. Mhm. Dieser Ort ist unglaublich. Ja, gar nicht schlecht. Schade, dass wir keinen Wein und Käse dabei haben. Das wäre herrlich gewesen. Nein, 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 nein. Hallo, greif doch wieder auf. Kannst du mir helfen? Kein Ding. Passt schon. Na los, komm. Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Wir kommen danach. Meinst du wirklich? Ja. Es ist ohnehin nur Platz für zwei. Außerdem müssen ja auch welche... Ich musste doch loslassen, damit ich mit Hugo da rein kann. Ja, dann. Kriegst du das hin, Melly? Lukas! Schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot ja, wartet. Ja, Hugo, steig ein. Soll ich einsteigen? Hoffentlich können sie schwimmen. Alter, Thies lässt dich. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Hugo, setz dich lieber hin. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Würdest du? Ja, naja, die Inquisition zum Beispiel. Der Typ, der Vater und Mutter umgebracht hat. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Weil man das Kind unbedingt haben wollte. Ich verstehe das auch noch nicht so ganz, warum. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber und schwimmen nicht in so sachten Gewässern. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Vielleicht, ja. Ihr seid dran. Wir kommen. Ja, bitte doch. Schneller. Euer Boot. Und jetzt muss ich loslassen? Ihr könnt loslassen. Alles klar. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ich mag nur Wasser nicht so besonders. Melly, hör zu. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich vergesse es.
Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt. Abgemacht? Na gut. Klar, nimm mit. Warum nicht? Seid ihr soweit? Können wir weiter? Können wir endlich weiter? Können ja auch mal so nervig sein wie die. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lass mich mal vorbei. Du rennst gegen die Wand. Ist offen. Ja, dann geh doch auch durch. Okay, okay. Nix in den Ecken. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Oh, da haben wir noch was. Nochmal schwingen. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wer wir hat weiter. Das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube können nicht, wir sie dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker. Und zwar eine ganze los. Menge von. In den Graben. Lukas, wir müssen auf die andere Seite. Der Bau ist schon lange her. Habt ihr es jetzt aber langsam mal? Wir sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Oh, okay. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Ja, kommt nicht mit. Bleibt ruhig da oben, ist gar kein Problem. Sie springt nicht hoch. Jetzt macht sie es erst. Kletter hoch, ich helfe dir. Oh, ja, wir müssen das ganz panisch sagen, weil die Ratten gerade überhaupt total uns auffressen wollen. Okay. Das können wir natürlich wieder nicht mitnehmen, war klar. Vielleicht auch der größere Beutel. Einfach nur, damit wir mehr mitnehmen können. So, das sind Steine, ne? Die kann ich eh nicht mitnehmen. Ah, Alkohol. Yes. Okay. Einmal rüberschubsen. Und Taurus. Und ich schubse runter. Gut, ja. Ich kümmere mich um die Tür. Super. Na los, kommt rüber, ihr Faulpelze. Diese verdammten Ratten. So. Und die scheuchen wir jetzt auch noch mal hier hin. Ist ja alles passig, dann sind sie da. Die Anlage ist sehr effizient. Okay. Dann laufen wir jetzt ganz schnell rüber, nehmen die Treppe und sind hier raus, oder wie? Klingt eigentlich recht simpel. Folge mir. Natürlich. Natürlich. So, na komm, Hugo. Weiter geht's. Okay. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Naja, die Ratten sind ja erstmal überall. Die kommen Melly, ja auch aus ich brauch hier deine Hilfe. Schon allen unterwegs. Möglichen Löchern. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Ja. Na los, sehen wir uns das mal an. Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich nehme mich noch mal ganz kurz raus. Ja, und davon möchte ich jetzt ein Foto machen. Exakt. Cool. So. Oh, da, ich sehe schon. Ratten über Ratten. Ratten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Lass es uns versuchen. Ist das euer Ernst? Alles klar. Ah! Ich kann nicht kommen, Amicia. Ah! Oh nein! Nein! Ich finde, sie hätte es voll schaffen können. Melly ist gestorben. Warum rennen die dann auch mal gleich mit?
entscheiden doch auch sonst selber. So, hallo. So, jetzt aber. Los, lauf! Das ist doch verrückt! Ja, beweg deinen Hintern. Geht doch. Nie wieder. Ah, so schlimm war es doch gar nicht. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge, Ugo. Jetzt, na los, na los. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Das hilft doch auch schon. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Los, wir werden es schaffen. Scheiße, scheiße. Komm, ich Haben wir doch geschafft. Dir. Ja. So, was mit Lukas? Der kommt auch. Gut. Haben wir es geschafft? Wirklich? So. Geschafft. Jetzt sind wir wieder alle beisammen. Wir sind da. Seht euch das an. Frage nur, warum die Ratten hier nicht sind. Es ist auch dunkel. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Das stimmt. Von hier aus ist es wirklich noch größer. Mit dem Mond zusammen. Sehr cool. Aber wie schnell, also naja, man weiß ja noch nicht, wie lange das Ganze hier jetzt eigentlich schon so ist, wie es ist. Dass alles ganz frisch ist. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Das weiß ich auch nicht. Erstmal plündern wir hier auf jeden Fall die... Mann, diese Frau. Alles klar. Oh, da springen noch ein paar runter. Hauptsache, die läuft jetzt nicht wieder vor den Füßen rum und wir kommen nirgendwo durch. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Oh. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Ja, bist du geh mal so weit, hin. Melli? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. Die Belagerung des Château d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Ist aber kein Spiel, wollte ich nur mal so sagen. Ihr beide bleibt hier? Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Mhm. Sehr großzügig. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Du bist so absolut gar nicht bei mir. Aber das ist in Ordnung. Ohne Ach so. Melli werde ich es nicht schieben können. Ja, nimmst du dir auch einen Stock? Ich habe keinen Stock bei mir. Stock nehmen? Tja. Okay. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Na, es hat sich nicht einmal bewegt. Wie soll ich denn da durchkommen? Jetzt komm her. Ist das dein blöder Ernst? Mein Gott. Kommst du jetzt auch mit? Komm. Oh. Kommst du mit? Kommst du mit? Oh, ich könnte dich schlagen, Weib. Ich bin gleich wieder. Schon gut, du kannst kommen. Ich bin direkt hinter dir. Cool, dann komm mit. Kommst du?
Wie soll ich denn das machen? Sie will ja so gar nicht mitkommen. Tja. Bleib hier, es dauert nicht lange. Gut, mach schnell. Komm, alles gut. Nach dir. Ich dreh durch. Warte hier auf mich. Gut, der Weg ist frei. Rühr dich nicht vom Fleck. Du kannst jetzt kommen. Ich bin direkt hinter dir. Das sehe ich. Das bringt doch nichts. Du bleibst hier, in Ordnung? Sehr gut. Komm, alles gut. Klar. Klar, ich seh's. Oh Gott, was muss ich denn jetzt hier machen? Hey, seht mal. Oh. Oh mein Gott, echt? So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Warte hier auf mich. Gut, der Weg ist frei. Nach dir. Ja, komm her. Das wusste ich nicht. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Okay, das heißt, wir müssen erstmal hier hin. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Ach so. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Okay. Aber vielleicht, wenn wir das machen, verbrennen die dann nicht? Die müssten doch da hinten dann alle verbrennen, oder nicht? Verdammt, ich hätte das ohne Feuer machen müssen. Können wir das Feuer auch nochmal löschen? Ich glaube, das wird so weit nicht mehr ausgehen, ne? Ich lege mein Leben in deine Hände. So. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Klar. Ja? Bleib hier, es dauert nicht lange. Gut, mach schnell. Schon gut. Du kannst kommen. Kannst du das übernehmen? Ja. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Ja. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Na? Wir werden es schaffen. Übo und wir alle werden in Sicherheit sein. So. Wenn ich jetzt hier vorstehe, macht sie das auch nicht. Ich liebe es. Hm.
klar. Wo soll ich denn jetzt raufklettern? Also ich bin der Meinung ja hier, aber... Oder hier. Tja. Hier lang. Okay. Warum auch nicht? Klar. Sammeln noch ein bisschen was ein. Melly, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Na gut, klar. Wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Oh mein Gott, bist du etwa aus Zucker? Sind wir nicht alle gerade echt ziemlich nass vom Regen? Dieses Mädchen. Also auf der einen Seite finde ich sie ja echt cool, weil ich ihr echt dankbar bin, dass sie uns da aus diesem Dings befreit hat, aber aus dem Käfig. Was kriegen wir? Werkzeug. Jawohl, ja. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Das Spektakel will ich mir anschauen. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Sehr schön. Oh, hoppala. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Oh, hoppala. Alles klar, Hugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Sind die zwei denn schon vorgelaufen? Oder stehen die da hinten noch? Hast es gleich geschafft, Mäuschen. Ja, ein paar sind wenigstens noch verbrannt. Das finde ich gut. Das ist schon besser. Absolut. Okay. Und jetzt können wir uns hier gegenseitig hochschubsen. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Natürlich sollten wir das tun. Huch, falsche Taste. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau d'Ombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Okay. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Aber die verfluchten Ratten sind überall. Sehr witzig. Total. Ich lach mich schlapp. So, da wir mit einem brennenden Stöckchen ja nicht die Leiter hochklettern können, müssen wir das hier einmal anzünden und lassen die Ratten damit hinter uns. Okay, und jetzt müssen wir erstmal hier noch sammeln. Steine haben wir. Und befördern das Ganze jetzt einmal nach hier vorne. Kommen die... Achso, hoppala. Kommen die anderen denn dann überhaupt noch durch? Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Hm?
Hä? Wo ist sie denn jetzt hin? Komm doch jetzt hier rüber. Okay. Wo soll ich hin? Was soll ich tun? Hä? Ich habe gerade wieder mal keinen Plan, was ich tun soll. Ich kann dir nichts sagen, ich kann nichts machen. Wo braucht sie mich denn jetzt? Gott, es ist so warm hier. Es tut mir gerade echt unglaublich leid, aber... Ach, verschlossen. Ja, ich würde die anderen ja auch gern holen, aber ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich hin soll. Nein. Sie sollte eigentlich das andere Ding da fassen. Okay, ich gucke jetzt hier mal eben kurz rum. Ich weiß gerade nicht, was ich genau zu tun habe. Soll ich die da langlocken oder was? Vermutlich, wa? Wo ist da die Leiter gewesen? Ach, das war ja das hier. Och, Mädel. Ich glaube, das war das, was sie gemeint hat. Los, komm schon! Scheiße, wir haben es fast geschafft! Und mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim! Hör auf damit! Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Aber ich bin dein Mädchen. Na, Sichi. Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Oh! Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause.